Angeregt von diesem Beitrag habe ich mir überlegt, wie man mit Pyflow so ein unregelmäßiges Objekt erzeugen könnte. Und ich war die letzten Tage in der Altstadt unterwegs und da waren es weniger die Schindeln als die Treppen, die mich fasziniert haben. Und wir fangen da jetzt einfach mal an. Also ich habe da was vorbereitet. Wir starten mal Pyflow. Am Anfang ist es leer. Und ich lade dann hier mein Objekt mal rein. Die Datei, die heißt bei mir ganz einfach BBB. Und da ist also so eine schiefe Treppe drin. Und in dieser Datei sind also die einzelnen Treppenstufen drin. Hier. Und es ist hier ein Pyflow-Graph-Objekt drin und dieses Pyflow-Graph-Objekt enthält die ganze Logik von dem Pyflow-Node-Editor. Und ich lade jetzt einfach mal den Graph. Wenn ich also diesen Button drücke, wird der Inhalt von diesem Objekt hier in Pyflow reingestellt. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann sehen wir hier den Aufbau der Szene. Also fangen wir zunächst einfach mal hier unten an. Ich habe hier ein Treppenstufenobjekt. Das ist jetzt ein ganz spezielles Ding, wo ich sage, wenn ich da drauf gehe, sehe ich 8 Punkte. Und aus diesen 8 Punkten kann ich jetzt eine Treppe erzeugen. Ich gehe mal hier bei der Noise auf 0 und ziehe das mal ein Stück rüber, dass man hier was sieht. Und gehe jetzt hier einfach auf Execute. Und in dem Moment, ich habe das immer so gemacht, dass hier gleich ein Viewer-Fenster aufgemacht, sehen wir jetzt hier in diesem Fenster eine sauber gebaute Treppenstufe. Und ich mache das mal ganz groß. Und wie komme ich jetzt dazu, aus dieser Treppenstufe also da irgendwelche qualitativ schlechten Objekte zu erzeugen. Ich habe hier einen Faktor Noise und wenn ich den jetzt ändere, dann kann ich also jetzt ist das ein zweites Mal ausführen und dann sehe ich hier zwei Sachen. Erstens, ich sehe zunächst erstmal die Änderung der Flächen. An den Flächen habe ich jetzt überall ein bisschen was geändert und dann liegen die so da. Das heißt, diese Flächen, die passen jetzt gar nicht so richtig zusammen. Das heißt, hier handelt es sich auch nicht um einen Solid. Es lässt sich aus diesen Flächen kein Solid bauen, sondern das ist einfach nur ein Compound der Flächen. Ich kann aber durch Hochstellen der Toleranz aus diesem Objekt wirklich eine Shape erzeugen. Die Shape sehe ich jetzt mal hier. Hier nochmal der Compound dazu und da sehe ich, alles ist geschlossen und ist natürlich alles schief. Hier sehe ich auch, ich habe den Solid erzeugt mit der Toleranz 60. Ich lasse also einfach die Toleranz hochlaufen und hoffe, dass irgendwann mal das klappt. Normalerweise ist ja die Toleranz 0 und da oder irgend so eine ganz kleine Zahl. Und ich ziehe das hoch und ich sage, das, was hier rauskommt, das sieht ja schon mal so ähnlich aus wie der Ausgangskompound. Also ich denke auch, wenn man da irgendwelche Step-Dateien hat, die nicht ganz exakt sind, kann man mit entsprechend hoher Toleranz da wieder was bekommen, was dem Original schon ähnlich sieht. Und ich lasse jetzt hier einfach mal dieses noch ein paar Mal laufen. Jedes Mal, wenn ich das laufen lasse, entsteht jetzt hier eine andere Treppenstufe mit anderen Störungen, die aber immer wieder, ich mache das Compound aus, zu einem fertigen Objekt zusammengesetzt wird. Also wenn man hier von vorne drauf schaut, dann sieht man, wie sich das Ding hier immer zu ändert. Wie es mal vorne und hinten höher oder flacher wird und so weiter. Das ist also die eine Geschichte. Und im zweiten Fenster jetzt hier drin habe ich also so eine ganze Reihe schon erzeugt. Die mache ich jetzt mal unsichtbar. Und ich habe jetzt hier einen zweiten Button, der heißt Produce. Wenn ich Produce drücke, dann wird also so eine Shape in diesem Fenster BB erzeugt. Und dann kann ich jetzt einfach mal hier mehrere solche Stufen produzieren. Die liegen jetzt zunächst erstmal alle an einer Stelle, sind aber mehrere solche Stufen da.
Die sind jetzt alle da. In dem anderen Fenster sehe ich halt nochmal das feine Layout. Interessiert mich aber jetzt erstmal weniger. So, und jetzt geht es weiter. Diese Objekte, die ich hier erzeugt habe, die haben also keine Referenz mehr dazu, sondern die fallen einfach so aus der Produktionslinie hinten raus und sind dann in meinem 3D-Space da. Da habe ich jetzt hier eine FreeCAD-Referenzliste und dieses Objekt funktioniert so. Ich wähle mir die produzierten Objekte aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wende ich auf diese Selektion einen Mechanismus an. Und dieser Mechanismus führt dazu, dass diese einzelnen Objekte jetzt neu angeordnet werden. Und dass dann hier sowas wie halt eine Treppe entsteht. So sieht die jetzt aus. Das heißt, die Treppenstufen, die liegen alle übereinander, sind ein bisschen gegeneinander verdreht. Und da die Treppenstufen eh unter sich ein bisschen eigenartig geformt sind, entsteht dieses Zufallsbild. Und am Anfang hatte ich schon mal ein Bild gezeigt. Das waren im Prinzip diese Elemente. Die lagen jetzt hier. Das ist jetzt neu dazu. Und ich könnte jetzt auch hergehen und könnte jetzt einfach sagen, alle Objekte, die ich habe, möchte ich jetzt nochmal neu anwenden. Und dann entsteht dieses Treppenobjekt. Die Logik sieht so aus. Diese Referenzliste hat also einmal die Selektion der FreeCAD-Objekte und sie hat hier noch zwei Eingänge, nämlich die Position. Die Position ist zusammengezippt aus der X-Koordinate, der Y-Koordinate und der Z-Koordinate. Wenn wir mal reingehen, die X-Koordinate sind jetzt bis maximal 50 Objekte auf eine Länge von 3000 mm, 50 Stück, das macht also dann so 60 mm Abstand aus in X-Koordinate. Die Y-Koordinate geht von 0 bis minus 1550, 50 Objekte, das durchgeteilt ergibt 31, also es geht immer 31 mm nach unten bei meinem Modell und bei Z ist jetzt einfach nur eine Zufallszahl. Das wird zu einem Vektor gesetzt und dann habe ich hier eine Liste von 50 Vektoren. Das heißt, diese Reflist könnte jetzt maximal 50 Stufen verarbeiten. Für die Rotation läuft das ähnlich. Ich habe hier die Rotationsachse. X-Koordinate von der Rotationsachse ist 0. Das ist eine Cirrus-List. Dann habe ich eine Wands-List für die Y-Koordinate, ich drehe um Y und ich habe für die Z-Koordinate auch wieder eine Nullliste. Und hier ist der Winkel. Der Winkel ist eine Zufallsliste und die wird jetzt hier mit dem Faktor 12 multipliziert. Und ich könnte jetzt einfach hergehen und könnte mal sagen, ich möchte hier weniger drehen. Jetzt muss ich das mal so einrichten, dass man hier auch noch was sieht. Weniger drehen und wenn ich jetzt hier drauf gehe, die Selektion stimmt noch und ich suche, rechne das neu aus, dann merke ich, die Treppe wird gerader. Na, und wenn ich jetzt bei Scale statt 5 hier 10 nehme und gehe hier wieder drauf, dann merke ich, das ruckt mehr und ich kann es natürlich auch übertreiben. Also wir können jetzt auch hier von mir aus mal 30 reinschreiben und wenden das neu an. Und dann ist die Treppe schon eigentlich für den Fußgänger nicht mehr begehbar. So, ähnlich könnte man natürlich noch andere Unruhen hier drauf produzieren. Aber es ist ja erstmal für mich die Frage, wie würde ich überhaupt sowas machen? Ich würde, gehen wir nochmal auf das große Bild, aus vier Datenreihen eine Liste von Rotationen erzeugen. Ich würde aus drei Datenreihen eine Liste von Positionen erzeugen und wende dann diese Referenzliste mit den Positionen und Rotationen auf die Selektion von Objekten an. Und dann kann ich meine Treppe bauen und könnte so noch alles Mögliche zusammensetzen. Was wir hier jetzt nicht haben, ist, dass wir hier noch irgendwelche Erhöhungen auf den Flächen drauf haben. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber den würde ich da auch nicht mehr mit Part machen, sondern das würde ich dann, wie ich das auch im Forum geschrieben habe, mit
mit Mesh machen und dann einfach einzelne Punkte hier ein bisschen erhöhen und heruntersetzen. So, das war's jetzt erstmal.